Hallo, willkommen bei Klaus Grill, feines Grillen Barbecue. Heute gibt es was für alle, die keinen Grill zu Hause haben. Also ich habe ja auch viele Zuschauer, die eigentlich bloß zuschauen, aber das so richtig nicht nachmachen können, weil sie keinen Grill haben. Deshalb machen wir heute Rippchen aus dem Backofen. Und wie das funktioniert, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Ja, für unsere Rippchen brauchen wir als allererstes mal einen Backofen, aber den hat ja so ziemlich jeder zu Hause. Dann brauchen wir ein bisschen Frischhaltefolie. Hab hier vier Rippchen, das sind so Baby-Back-Ribs, die habe ich mir bei Oberpfalz-Beef bestellt. Hab dann noch zwei Barbecue-Rubs, hab jetzt zum Beispiel meinen Smoky Porky, das ist einer, der von Natur aus schon rauchig schmeckt. Und hab noch ganz was neu, den Rip-Rip-Canton-Style, also auch ein klassisches Rippchen-Gewürz, was so ein bisschen asiatisch daherkommt. Das sind alle drei welche, die könnt ihr kaufen, könnt aber auch die nehmen, die ihr zu Hause habt. Oder ihr könnt die nachmischen, findet ihr wie immer auf meiner Homepage. Da habe ich euch die alle zusammengestellt. Hier kommt gerade eine Katze hoch. Hallo Katze. Du musst jetzt hier nie dabei sein. Aber gut, so ist es halt im Leben. Jetzt versucht die mit meiner Hand zu spielen. Na gut. Dann haben wir noch ein bisschen Küchenrolle. Also. Hattest du schon? Frischhaltefolie. Ne, habe ich die schon erwähnt? Das ist eine Küchenrolle. Ein kleiner Löffel. Und wie immer beim Grillen, scharfes Messer und ein Brett. Grillen wir denn? Grillen wir? Nee. Mach einen Backofen. Also, wie immer, wenn wir im Backofen was machen, scharfes Messer und ein Brett. Ja, also ich habe hier vier Rippchen liegen. Das ist doch so eine Menge. Also sechs oder sieben kriegst du auch noch einen Backofen drin. Aber jetzt mach bitte keine 20, weil das überfrachtet den Backofen. Und hinten auf den Rippchen siehst du so eine Silberhaut. Und die muss runter. Dann nimmst du einfach so einen Löffel und nimmst die erste, zweite Knochen. Und am zweiten Knochen fährst du da unter diese Silberhaut runter. Ziehst die hoch und ziehst die ab. Wenn du die nicht gegriffen kriegst, nimmst du ein bisschen Küchenrolle. Genau. Und ziehst die runter. Was runter geht, geht runter, was dran bleibt, bleibt dran. Das ist, ja, die wird, wenn zu viel dran ist, zäh, wenn ein bisschen was dran ist. Ach komm, fragt kein Mensch nach. Oh, ihr seid auf einer Grillmeisterschaft, dann musstet halt hundertprozentig genau runter. Für zu Hause reicht das in der Variante dreimal aus. Wie viel Rippchen braucht man pro Person? Wie muss man etwa kalkulieren? Na, so anderthalb würde ich sagen, ne? Anderthalb Stränge oder? Ja, anderthalb Stränge. Und wie viel hat so ein Strang? Wie viel Gramm? Das weiß ich nicht. 300 Gramm? So? 500, oder? Würde ich immer nee, 300 Gramm. 300 Gramm. Gut. Ja, Griller haben ja immer so schöne große Gastrobehälter, aber wer das nachmacht, hat meistens ist kein großer Griller. Und deshalb tut es auch eine Küchenrolle. Und zwar nehmen wir die Küchenrolle und dann nehmen Frischhaltefolie. Ja, Frischhaltefolie. Verteilen da ein bisschen Rapp drauf und zwar ungefähr so groß, wie unser Rippchen ist. So, zack. Legen das mit der Fleischseite da drauf und wälzen jetzt so ein bisschen hin und her, dass das schön rankommt. Ja, gerade lassen. Verteilen hier oben wieder, das können wir dann händisch machen. Ein bisschen Rub drauf. Legen die nächsten drauf. Machen wieder den Rub rüber. Und schlagen dann die Sache, so wie sie ist, großzügig mit der Alufolie, mit der Frischhaltefolie ein. Gehen wir schon mal hier. Rollen rüber, wickeln zusammen, drehen um und das hier nochmal. Und da kommt das scharfe Messer zum Einsatz und könntet jetzt schön eng zusammenpacken und haben die Dinger so fertig gewürzt, dass sie so über Nacht den Kühlschrank können. Und das machen wir mit dem anderen Rub jetzt ganz genauso. Also ich zeige euch jetzt nochmal mit dem anderen Rub. Also hinstreuen, rauflegen, so ein bisschen drehen, gucken, ob ich noch rankommt, kommt dran, sehr schön. Und oben drauf. Und der Rip-Rip-Porky ist jetzt einer, der ohne Zucker ist. Also wir haben sonst bei Raps, auch bei dem Canton-Style, jetzt ist immer Zucker drin. Und der ist jetzt mal ohne Zucker, weil die auch Leute, die den Zucker an dem Fleisch nicht so mögen. Ich persönlich mag das ja sehr, aber ja, muss ja, kann ja auch immer was Unterschiedliches sein. Wa? So, hier drauf. Und auch hier wickeln wir wieder ein. Vorne immer hochschlagen, ist die Seiten macht der Wind schon. Schöne die Rolls, wa? Ist halt so. Aber die geht nicht, ne?
Hopp. Zack, umdrehen. Richtig schön einwickeln, dass der Kühlschrank tauglich ist. Und das Brett ist fast komplett sauber geblieben. Und das Schöne ist, allen Rapp, den wir jetzt verwendet haben, der ist jetzt da, wo er hingehört, und zwar am Fleisch. Ja, die Sonne ist immer untergegangen und immer wieder aufgegangen. Das heißt, ja, unsere Rippchen sollten soweit fertig mariniert sein. Und wir packen die mal aus. Und die schöne Sauerei anfingen. Oh, das riecht schon richtig schön nach rauchigen Rippchen, weil natürlich das so ein bisschen Rauch herab ist. Und die anderen, die riechen schon durch die Verpackung nach Lebkuchen. Auch die kicken wir uns an. Oh, sehr schön, dieses Kräuter hier dran, gefällt mir sehr gut. Und die verteilen wir jetzt so schön hier auf diesem Rost. Und dieser Rost liegt jetzt bei 140 Grad, mittlere Ablage rein in den Backofen. Und Ober- und Unterhitze hat er da. Und da bleiben die dann für ungefähr 4 Stunden. Und nach 4 Stunden sehen die so aus, wie gegen den mal raus zum Kosten. Man sieht, die Rippchen haben sich so ein Stückchen, die Knochen haben sich ein Stück gelöst vom Fleisch, der hat sich so ein Stück zurückgezogen. Ja, und das ist der unschlagbare Indikator, dass die Rippchen fertig sind. Jo, guck mal, hier sind sie, unsere Freunde. Vorne die mit den Kräutern und hier hinten die anderen. Und fangen wir an. Ich fange mit Kräuter an, da habe ich Bock drauf. Und lösen wir mal ein Stück ab. Ja, guck mal, genau so musste passieren. Also die Rippchen lösen sich super raus. Hier kannst du das Fleisch ablösen. Ha, aber heiß ist es trotzdem. Und? Geil, schöne, kräftige, kräutige Rippchen. Also, so muss es sein. Wir versuchen mal die anderen mal. Nehmen wir mal hier so ein Stück. Lösen uns hier so eine Ecke raus. Oh, was für eine schöne Sauerei. Schön rauchig, kräftig. Genauso müssen Rippchen sein. Also ihr habt gesehen, so Rippchen im Backofen machen ist überhaupt ja kein Problem, außer dass man danach so Finger hat, aber das kommt dann eher vom Essen. Ich kann euch nur raten, wenn ihr jetzt nicht so einen schönen Grill zu Hause stehen habt, ja, macht da keinen großen Aufriss drum. Wie gesagt, tut die in den Backofen, würzt die vorher schön, lasst sie über Nacht schön durchziehen und habt einfach mal leckere Rippchen aus dem Backofen. Ich denke, das ist völlig in Ordnung, gerade wenn das Wetter mal nicht so schön draußen ist oder wie gesagt, ihr habt keinen so einen schönen Grill zu Hause, wo das einfach nicht geht. Dann macht das ist überhaupt kein Fehler, das ist ein Feature. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen, Barbecue. Macht's gut.